Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mod Vorstellung. Ja, welchen Mod möchte ich euch heute vorstellen? Ihr habt es in der Überschrift schon gesehen, deswegen habt ihr den Link ja bestimmt auch angeklickt oder das Video. Und zwar ist es der THX Helikopter Mod für Minecraft. Ja, wie funktioniert die ganze Geschichte? Wir schnappen uns erstmal ein wenig Baumaterial. So, zack, zack, zack. Das war's schon. Das Einzige, was ich ein bisschen schade und ein bisschen blöd finde, ist ganz einfach das. Er lässt sich super easy herstellen, dieser Mod, und ja, ich sag mal, von Ressourcen her ist es eigentlich auch ein Witz, weil ihr seht schon, wir bauen uns quasi hier wie so ein Boot oder wie so ein Surfbrett und aus Eichenholzbrettern, und dann haben wir hier den THX Helikopter Prototype. So, Moment mal, irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik ist etwas laut. Kleinen Moment. So, okay. Zack, da sind wir wieder. Ja, upsala. So, jetzt haben wir hier gerade so ein bisschen Sonnenuntergang. Ist ja ganz nice. So, THX Helikopter Prototyp. Da braucht ihr quasi dieses Item nur nehmen. Braucht ihr auf die Dings klicken. Und dann kommt hier ein kleiner Hubschrauber. Den könnt ihr auch, zack, so rumschuppen. Also der tut dann quasi so, naja, warte mal. Jetzt mal nicht ins Wasser, wenn es geht. So, mit Rechtsklick auf diesen Hubschrauber steigt ja natürlich ein. So, jetzt sitzen wir schon mal drin. Hier oben drehen sich die Rotorblätter. Ist ja auch ganz nice. Können wir uns das Ganze nochmal von draußen angucken. Sieht echt lustig aus. So, Moment. Okay. So. Ja, Tastenbelegungen gibt es da auch reichlich. Und zwar erstmal könnt ihr ganz normal mit der Leertaste, also mit der Space-Taste, nach oben fliegen. So, Moment mal. Ich muss mal hier ganz kurz mal alles wieder ein bisschen, mal das Licht kurz anschalten. So, ja, mit der Leertaste könnt ihr nach oben fliegen. Also wenn wir jetzt einfach mal, beginnt man den Survival-Modus, wenn den Kreativ-Modus, fliegt ihr auch mit der Leertaste nach oben. Ja, nur ist es jetzt nicht die Shift-Taste zu wieder runterkommen, sondern es ist die X-Taste. Mit der X-Taste geht es wieder abwärts. So, ansonsten habt ihr ganz normale WASD-Belegung, um den Hubschrauber zu steuern. Mit W quasi fliegt ihr dann nach vorne. Da müsst ihr aufpassen, weil dann verliert ihr auch an Höhe. Mit D nach rechts, mit A dann nach links und mit S dann nach hinten. Ja, und so weiter und so fort. So, was gibt es jetzt noch für eine Tastenbelegung? Und zwar könnt ihr mit L noch den Pitch locken. Und zwar hier unten steht das, Lock Pitch On. So, das hat ganz einfach den Effekt. Also das denke ich mir jetzt jedenfalls mal, weil wenn ich den Lockpitch off habe, kann ich hier quasi so nach oben und nach unten gucken in dem Hubschrauber. Es passiert gar nichts. Nach links und rechts, wenn ich, also mit der Maus jetzt natürlich, also ich mache das jetzt alles mit der Maus, dann geht der Hubschrauber mit. Und wenn ich den Lockpitch on mache, wenn ich dann quasi nach oben gucke, fliegt der Hubschrauber, also geht der Hubschrauber mit und fliegt auch. Und wenn ich jetzt nach unten schaue, dann kann ich den quasi auch mit der Maus komplett steuern. Dann brauche ich die WASD-Belegung nicht. Aber finde ich ein bisschen blöd. Deswegen Pitch Off. Und ja, das erstmal dazu. Das auf der Taste L. Taste Y ist übrigens wieder aussteigen. Das lasse ich jetzt gerade mal. Da bin ich etwas zu hoch. Ah ja, was haben wir denn hier hinten? Lava, hier brennt schon ein Baum. Na, hier ist was los. Da ist der Baum schon abgebrannt. So, na gut. Was haben wir noch? K war noch eine Belegung, K Auto Level. Da weiß ich aber jetzt auch nicht so richtig, was das ist. Keine Ahnung. Dann haben wir noch Moment. U war noch irgendwas. Ach ja, von U könnt ihr quasi die Außenansicht machen. Da könnt ihr euch einmal so umschauen. Auch wieder mit der Maus steuerbar. So, zack, zack, zack. Ist auch schön, wie die Rotorblätter sich drehen. Ist eigentlich echt ganz lustig. So, dann O könnt ihr eine Map createn. So steht es jedenfalls in der Tastenbelegung. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, ob man dann eventuell ein leeres Blatt Papier in der Hand haben muss. Dann wird quasi die Map, wo ihr euch hier gerade befindet, wird dann quasi einfach aufgemalt. Aber eigentlich sollte es ja ohne funktionieren. Keine Ahnung. So, dann haben wir noch die Taste P. Was ist auf der Taste P? Moment. Ist irgendein K-Lock. Keine Ahnung. Ach so. Okay, alles klar. Mit der Taste P könnt ihr einloggen. Oder? Sehe ich das jetzt? Ne, irgendwie. Keine Ahnung.
Taste C ist noch, da könnt ihr das HUD ausschalten. Seht ihr natürlich viel mehr, aber ihr wisst natürlich auch nicht so richtig, in welcher Richtung sich jetzt der Hubschrauber gerade befindet. Ich finde das eigentlich hier mit diesem HUD, das ist eigentlich, oder mit dieser Innenansicht von dem Hubschrauber, eigentlich ganz nice. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall anlassen, so, und da kann man halt eben hier rumfliegen. Ja, ansonsten, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt kleine Schweinis ärgern. Ihr habt ja auch so ein Zielfeld, also ihr könnt auch schießen damit. Quasi hier solche kleinen Raketen. Moment mal, ich muss ja kurz mal stoppen. So, ja, kann man hier so kleine Raketen abfeuern. So, Moment mal. Ich habe doch hier gerade so ein Schweini gesehen. Da ist Schweini. So, ich weiß nicht, ob wir den jetzt... Wir gucken einfach mal, ob wir Schweini angreifen können. Ja. Schweini. Du wirst getötet. So, dann könnt ihr natürlich auch noch wie so Bomben abwerfen. Ja. So, ist aber gar nicht so... Ja, das war gerade übrigens die Bombe. So, wir wollen Schweini töten. Kann nicht wahr sein. Jetzt ist Schweini tot. Ja, da haben wir unser erstes Schwein erlegt mit dem Hubschrauber. Treffen wir den auch noch? Auch tot. Sehr geil. So, ja, und dann könnt ihr, wie gesagt, eben noch... Könnt ihr hier noch so eine Bombe abschmeißen. Die macht auch nochmal ordentlich Damage. Moment. Das dauert, aber die Bombe, die brauche... jetzt haben wir schon... Ah ja, drüben zeigt es euch auch den Schaden an. Jetzt haben wir schon 44% Schaden. Ich bin hier gerade ein bisschen out of control. So, 41% Schaden. Na gut, na, so, jetzt werfen wir hier mal die Bombe ab. Blups, da seht ihr, da werden hier die Hügel weggesprengt. Ja, und ich würde sagen, wir setzen einfach mal zur Landung an. Irgendwie, so. Und mit Y können wir ja, wie gesagt, aussteigen. Ja, was sehr, sehr schön ist, wenn der Hubschrauber beschädigt ist, der ist dann nicht einfach irgendwann weg, sondern der fängt hier richtig an, hier zu qualmen. Und Moment, ich besorge mir jetzt einfach mal ein Schwert. Ja, hier so ein Steinschwert, das ist ja ganz... ganz gut eigentlich. Zack. Ja, okay. Jetzt seht ihr auf jeden Fall, der Hubschrauber fängt dann auch noch... Mal weg, das Ding. Der Hubschrauber fängt dann auch noch an zu brennen. Und wenn wir jetzt... Moment. Gehen wir hier wieder. Ach, wir steigen einfach mal ein. Fliegen mal kurz hier hoch. 94% Schaden. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, ihr seht, da repariert sich auch von selbst wieder ein bisschen. So. Und wenn wir jetzt hier draufhauen, zack, bumm, dann explodiert der. Das einzigste Blöde ist, dieser Hubschrauber, der droppt dann hier quasi, den könnt ihr wieder ganz normal einsammeln und könnt quasi wieder neu bauen. Aber es gibt einen ordentlichen Rumser, reißt einen kleinen Krater hier rein, alles brennt. Also das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. So, na gut, also das ist eigentlich erstmal alles, was es zum THX-Helikopter-Prototyp zu sagen gibt. Ist ein sehr schöner Mod, deswegen habe ich ihn vorgestellt. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Es kommen mit Sicherheit noch mehr Minecraft-Mods. Vielleicht sehen wir uns bei einem Let's Play von mir wieder oder wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Natürlich findet ihr den Mod wieder in der Videobeschreibung, wie immer. Ihr braucht diesen Mod auch nur ganz normal Forge installieren bei eurem Minecraft, dass sich der Mod-Ordner erstellt. Dann den Mod in den Mod-Ordner reinkopieren und das war's. So, und das Ganze natürlich in der %appdata, %remaining-Ordner Minecraft. Und ja, alles klar. Das war's erstmal gewesen. Lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen netten Kommentar, abonniert vielleicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Bis dahin, tschüss!